Ich habe gehört, du freust dich, so mich zu sehen. Ja? Ja. Da freue ich mich auch noch mehr auf Prinz Damien. Die Dani Show is back. Meine Mutter. Das war das schlimmste Erlebnis in meinem ganzen Leben. Du bist nicht dschungeltauglich. Das haben die jetzt alle gesehen. Und da gibt es gefährliche Tiere. Die sind gefährlich. Das hat er irgendwo im Film gesehen, weil lesen kann er nicht. Willkommen zu Tag 3 der großen Dschungelshow oder wie es auch heißt. Alles Lutscher. Ich bin ein Rotzpopel. Holt mich hier raus. Ach guck, ne? Und wir alle haben gesagt, warum gibt es denn hier keine Essensekelprüfung? Und da haben wir sie. Ich muss brechen. Alter, was ist das denn, ey? Wenn man Lust hat, lässt sich einen leckeren Kaffee von der Zoe kochen. Echt jetzt? Also Leute, ich finde, das geht überhaupt gar nicht. Und es reicht, warum haben die hier Kaffee? Na klar, es ist eine Frau da, also muss die auch den Kaffee machen. Das weiß unser Frank hier aus der Telegram-Gruppe von Attila Hildmann. Keine Sorge, selbst wenn die Luft hier in diesem tiny Häuschen mal dünn werden sollte, Frank atmet dann einfach hier aus seinem Kopf. What? Jetzt pass mal auf. Du hast jetzt verblendet? Ich hab mein Bestes gegeben. Ich sehe doch aus wie so ein Monster. Das liegt allerdings nicht an der Schminke. Also, ich sehe jetzt hier keinen Unterschied. Wahrscheinlich hat Zoe einfach keine Theaterschminke dabei. Nur fürs Protokoll. Die schminken sich hier und schreien sich nicht gegenseitig an. Geht's noch psychisch krank? Das ist der Tag der Verstopfung. Ich schicke dann meistens Pflaumen, damit die Dinge wieder in Bewegung geraten. Dr. Bob hat jetzt einige exklusive Insights in Sachen Dschungelcamp. Aber wie Verstopfung? Alle sagen doch immer, Reis und Bohnen seien bei ihnen im Dschungelcamp unten durch. Es gibt einige Stars, die sich nicht waschen. Aber es gab eine Person, nachdem diese Person ausgezogen war, mussten wir die komplette Kleidung verbrennen. Das war zu 100% Willi Herren. Alternativ hat Joey Heindl vergessen, dass man sich duschen kann. Auch bei Frank sind wir alle sehr froh, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Zeit für ein wenig Quiz-Action. Seid ihr bereit? Ja, wir sind bereit. Wovon habe ich am meisten Angst? Schatz. Was meinst du, Schatz? Körperliche Nähe. Wofür steht das L im Sendername RTL? Luxemburg. Laura wahrscheinlich. Alternativ steht es auch für, leider waren wir zu doof, alle Bewerber in ein Häuschen zu stecken, damit es richtig Krawall und Konfro gibt. Also eins kannst du mir glauben, nüchtern halte ich das hier nicht aus. Wie viele Planeten hat unser Sonnensystem? Venus, Uranus, Merkur, Erde, Mars, Jupiter, Neptun, Saturn. 8 Planeten. Bam. Scheiße, was geht denn jetzt ab? Und unsere Galaxie? Ist die Milchstraße. Das hat er irgendwo im Film wahrscheinlich gesehen, weil lesen kann er nicht. Frank ist völlig baff. Natürlich, ne? Galaxy, damit kennt er sich auch aus. Allerdings nur, wenn es von Samsung kommt. Und die gute Nachricht für alle Studierenden, hier den Vortrag von Mike könnt ihr euch natürlich an der Hochschule anrechnen lassen. Alter, aber werde ich ja leider bekloppt. Kann man das studieren, Astrologie? Die Sonne ist im Norden. Im Norden ist sie nie zu sehen. Weil sie in Australien ist. Wenn es nur mal die Sonne wäre. Auch die gute Unterhaltung ist offensichtlich in Australien geblieben. Oh Mann, hat er wirklich Astrologie gesagt? Dabei haben ja er und die Planeten so viel gemeinsam. Zum Beispiel der Saturn und er haben ja beide richtig große Ringe. Gleich kommt die finale Prüfung. Die Kandidaten lenken sich jetzt noch ein bisschen ab. Frank übt hier einfach schon mal, wie er als Sugar Daddy seine Opfer antanzt. Und Mike, der macht was ganz Besonderes. Und jetzt zu einer absoluten Premiere. Nach 17 Jahren kommt endlich der Klimawandel. Schnee im Dschungel. Entschuldigung, das stimmt so natürlich auch nicht. Willi Herren war ja auch schon im Dschungelcamp. Ganz Hürth verschwindet unterm Schnee. Das ist wunderschön und weckt Mikes künstlerische Ader. Ich muss kurz einen Schneemann bauen. Den perfekten Schneemann zu bauen, ne? Du musst ein Fundament schaffen. Guck mal, wie wir den jetzt taufen. Beste Name, seid ehrlich. Guck jetzt. Tiny. Genau wie sein Gehirn. Und hier kommt das Urteil unserer Fachjury. Null! Unser kleiner Tiny hat jedenfalls jetzt schon mehr Sendezeit als Tanja Schumann in ihrer Staffel damals. Na, freut euch alle schon? Gleich gibt's wieder Sendezeit. Hier ist Ihre Majestät, Messiah Prinz Sheridan Damien Easy Breezy der Erste. Schön, dass du da bist. Wie lief denn dein erstes Jahr als Dschungelkönig? Bis Mitte März, unglaublich. Also ich habe wenig geschlafen, war viel unterwegs, viele Leute kennengelernt und dann kam der Shutdown. Ah, das ist wirklich hart. Das heißt, er war erstmal arbeitslos und hat ein Handy, also beziehungsweise Influencer natürlich. Prinz Damien, er war mir ehrlich gesagt einfach zu sympathisch für den Dschungel. Du hättest dir aber ein bisschen mehr gewünscht. Also ich darf mich nicht beschweren, mir geht's ja super. Er klebt sich heute noch Nieten ins Gesicht,
RTL schickt die ja in ein Tiny House. Toll, dass er da so positiv drüber spricht, aber ihn hat schon besonders getroffen. Er musste bei Ninja Warrior mitmachen und auch bei Big Performance. Schön. RTL zeigt uns jetzt wieder Highlights aus einer vergangenen Staffel und das war die mit der Mutter der Nation. Lächel doch, hello! Yay. Nee, es gibt nichts zu lächeln. Oh, ich schwöre, ich hasse Menschen wirklich, ey. Denk positiv. Oh, ich bin so positiv. Boah, pervers, echt. Daniela. Kannst du bitte Dani sagen? Jeden Tag wählen die mich rein, jeden verdammten Tag. Mach dich vom Acker. Was hast du gerade gesagt? Boah, ich raste gleich so auf bei diesen Menschen. Shut up. Das war vor knapp einem Jahr und ich habe schon wieder mehr als die Hälfte der ganzen Kandidaten vergessen. Dr. Bob. Und was sagst du so zu Danis Auftritt? Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Wir können dich so verstehen. Meine Damen und Herren, hier ist Dani Büchner. Oh nee, bitte nicht unsere Berufswitwe zeigen. Wobei, es sieht so aus, als würde sie gerade von einem Onlyfans-Dreh kommen. So laufe ich immer, wenn ich besoffen in einem Club an meinem Schwarm vorbeigehe. Ich habe mich extra für dich hübsch gemacht. Ich habe gehört, du freust dich so, mich zu sehen. Wir sehen uns morgen wieder 22.15 Uhr mit Dani Büchner. Oh, da freue ich mich auch noch mehr auf Prinz Damien. Tschüss. Ja. Schön, dass du da bist. Danke. Oh Gott sei Dank. Dani, was war toll? Was hat dir an der Staffel gefallen? Sag mal. Das ist jetzt fies, die Frage. Ich fand ja nichts so toll, das wisst ihr ja. Ich lieb's ja, wie Sonja die Daniela. Kannst du bitte Dani sagen? Die Daniela hast. Wie war bei dir die Quarantänezeit so? Naja, so 10 bis 15 Kilo. Hoffentlich erwähnt sie gleich noch, dass sie Mutter ist. Es war eine Erfahrung. Fakt ist, jetzt im Nachhinein, ein Jahr später, es war zu früh für mich. Dass ich so drauf war, wie ich war, das war ich alleine schuld. Ich stehe dazu, was ich gesagt habe. Aber ich denke, es war zu früh. Du meinst aber ich zu früh, weil es so nah an Jens Tod dran war? Genau. Mhm. Du hast aber keine andere Wahl, wenn du Kinder hast. Und ich bin Dschungelprinzessin geworden. Ich meine, hey, ich hatte keine Wahl. Ich musste Geld verdienen. Ja, sie musste wirklich Geld verdienen. Und das geht nur in Fernsehsendungen. Entschuldigung, aber eine Mutter darf niemand angehen. Und Dr. Bob liebt ja eigentlich Tiere. Nur unser Muttertier hat das Mager offensichtlich nicht so. Hey. Das ist die gute Nachricht. Die Dschungelkrone hat Dani nicht bekommen. Aber dafür den Wanderpokal. Also Ernesto Monte. Die Vorgeschichte. Meine Zeit, ne? Meine Sendezeit. Nur ich. Jetzt zur Zeit sind die alle nur Deko. Dort oben hat auch mein Mann geschlafen. Der Zuschauer will es sehen. Authentisch bin ich, ne? Muss nur kurz nachfragen. Sie weiß, was sie sagen soll, damit sie Mitleid von draußen bekommt. Ein bisschen Mitleid muss man schon haben. Die Dani-Show ist also zurück. Und ja, ich habe tatsächlich so das Gefühl, ein Mensch kann wirklich noch unangenehmer sein, als man ihn ohnehin schon in Erinnerung hat. Was sind das denn für Menschen? Ich bin doch nur ein normaler Mensch. Eine Mutter, die hier drin ist, weil sie Geld für ihre Kinder verdienen will. Ernesto Monte, er war, ist und bleibt ein Freund der Familie. Dann hat sie behauptet, er hätte wegen mir Schluss gemacht. Entschuldigung, aber kann es sein, dass Sie das eigentliche Highlight der 14. Staffel vergessen haben? Raoul Richter kann nämlich Klavier spielen. Weil schon länger. Wir dachten alle, niemand hasst uns mehr als RTL, weil sie in diesem Jahr kein richtiges Dschungelcamp zeigen. Und dann haben wir Dani Büchners Dekolleté gesehen. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Außer Mathieu Carrière, will Dani noch irgendwas sagen? Bitte, 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 bitte. Verlass uns. Nicht alle haben ja so viel Freude an einem herzerfrischenden Streit wie ich. Aber Sonja ist auch ein bisschen hart, oder? Ohne Dani wäre im Camp ja nichts los gewesen. Bitte RTL mach's möglich und schicke sowohl Sonja als auch Daniela morgen in ein Tiny House. Ich sag dir nur, wenn du in echten Dschungel gehst, da kannst du in Lebensgefahr schweben. Ja. Da kannst du halt nicht kontrollieren, ne? In dem Dschungel, was da kommt. Wo Spinnen herkommen, weiß ich eigentlich gar nicht, ob es Vogelspinnen gibt in der freien Wildbahn. Nicht zu vergessen den gemeinen André, der ja auch draußen frei rumläuft. Aber es stimmt natürlich, die meisten Ratten und auch falschen Schlangen ziehen traditionell mit RTL ins Camp. Ja, natürlich. Das ist ja der normale Lebensraum, den wir ja quasi mieten. Dort ist es nicht mehr witzig, wenn da so ein Vieh reinläuft ins Camp und zubeißt. Ach Mensch, Zoe, das finde ich der Dani Büchner gegenüber jetzt aber auch nicht ganz fair. Und zum Beispiel, ich weiß, jeder, außer einer, glaube ich, der letzte Jahr hat jeder schon mal eine Zecke gehabt. Ja? Ja. Das ist halt so. Ja, Zecken sind jetzt aber nicht so dramatisch. Nee. Warum soll ich denn daran glauben? Ist doch albern. Nein, nein, da gibt es gefährliche Tiere, die sind gefährlich. Mike Heiter,
Professor der Geometrie. Es stimmt natürlich, Zecken sind gar nicht so gefährlich. Hier sind es vor allem immer die Zicken, weil ohne Hirn gibt es natürlich auch keine Hirnhautentzündung von der Zecke. Auf geht's zur Prüfung. Gibt es noch Hinweise von Dr. Bob? Ich freue mich auf ein ganz besonderes Tier. Dieses Tier kann Menschen ganz verschlingen. Und das ist nämlich die Anaconda. Und wir haben eine in dieser Show, die ist auch sehr groß. Wir hoffen alle inständig, dass Dr. Bob mit Anaconda nicht Ernesto Monte nach seiner P-OP meint. Aber Sekunde, RTL hat so eine Schlange. Und warum zur Hölle wurde die nicht zum Wendler geschickt? Ist wenigstens die Dani Büchner noch hier in der Nähe? Die argentinische Waldschabe. Klingt toll, ist aber eigentlich nichts anderes als eine Riesenkakerlake. Aus Nase, glaube ich, hast du mal richtig raus, aus dem Ohr. Andere Stellen noch? Hatte oh ja, Ben Dive musste no. einige Stars, die mussten sich mal bücken no. und dann musste ich hinten, okay, also das haben wir nicht vor der Kamera gemacht. So. Und wie sieht die mallorquinische Kakerlake aus? Okay, das ist wirklich spannend. Sogar die Kakerlaken wissen, dass die Promis hier alle im Arsch sind. Ja, hallo, Fipsi, wie geht's dir denn? Was? Ach, meldet sich die feine Dame auch mal wieder. Was hab ich bekommen? Die Olle vom Ernesto Monte. Ich würde doch Temptation Island machen. Abonniert meinen Telegram-Kanal. Okay, sie zeigen jetzt eine Riesenkakerlake. Bis gestern hat man den Wendler doch überall noch zensiert. Und jetzt darf der sich hier doch äußern. Ernsthaft, RTL? Eine sprechende Kakerlake. Es geht also doch noch schlimmer als Danielas Dekolleté. Und das heißt was. Noch im Klo. Bist du am Kacken? Jo. Du weißt schon, dass ich dich gerade angucke, ne? Und denke, Alter, ist die hier? Ich bin ja jetzt nicht blöd. Sehr gut, ne? Der erste Gag von Zoe sitzt schon mal wie eine Eins. Perfekt. Herzlich willkommen zu eurer dritten und letzten gemeinsamen Dschungelprüfungstauglichkeitsprüfung. Nee. Seid ihr denn handwerklich begabt? Ach ja. Und ich schon. Entschuldigung, aber diese Frage stellt sich überhaupt gar nicht. Natürlich ist unser Mike handwerklich begabt. Es heißt ja dumm, gut. Und er hat garantiert schon viele, viele, viele Rohre verlegt. Jetzt kommen die auch noch hier rein. Ja, klar. Ja, was habe ich denn gesagt? Wenn die mich speisen, was mache ich dann? Sehr gar nichts. Laber doch nicht. Und genau das wäre ehrlich gesagt unsere Empfehlung an dich. Ach so, und du siehst nichts. Es ist durchsichtig. Du musst einfach nur die Augenlider hochklappen, dann kannst du wieder was sehen. Das machst du gut. Du kannst ruhig zwei Hände reinmachen. Sätze, die wir sonst nur aus Danielas Schlafzimmer kennen. Freunde, der war doch mit Elena Miras lange, lange zusammen. So ein paar Giftschlangen mehr oder weniger. Darauf kommt es wirklich nicht an. Irgendwie habe ich so das Gefühl, Mike ist überqualifiziert fürs Dschungelcamp. Er ist viel zu nett und viel zu souverän. Als nächstes kommt die Zoe dran. Wenn du nicht kannst, mach Augen zu, dann siehst du nichts. Geht. Irgendwann. Dann kackt mir sicher ins Gesicht, Alter. Egal. Wir Kommunionskinder wissen, das gibt 10 Euro extra. Hoffen wir mal, dass sie gut verhandelt hat. Unser lieber Mike weiß natürlich, wie man Probleme löst. Einfach die Augen schließen. Den Trick hat er von Nadel und ihren Mahnungen vom Finanzamt gelernt. Und die schlechte Nachricht für unsere Zoe, sie hat leider gerade nicht geschrien. Das heißt, sie ist disqualifiziert fürs Dschungelcamp. Da muss der Frank doch erstmal nachlegen. Gibt es irgendetwas, was du auf keinen Fall in deinem Helm haben möchtest? Ich stehe nicht so auf Spinnen und Kakerlaken. Ah, Frank mag also keine Kakerlaken. Liebes RTL, wie viele Kakerlaken wollt ihr? Ja, ich glaube, das war die härteste Prüfung ever, ever, ever. Und es wird auch nie wieder eine härtere Prüfung geben. Ich bin bereit für den Dschungel. Die Frage ist, ist der echte Dschungel mir gewachsen? Mhm. Sind die hier alle dschungeltauglich? Viermal nein. Bitte jetzt nicht lügen, von wegen ich will in den Dschungel. Ihr wollt alle nur Fame. Ihr habt jetzt eine Minute Zeit, um eure Seesäcke zu packen und das Haus zu verlassen. Verstanden? Ja! Die Ranger sind einfach so billig, selbst die Mitarbeiter von Wish würden sie als Plagiate anzeigen. Ja, sehr gut. War eine schöne Erfahrung, ne? Mit den beiden an der Seite war das top. Wir haben viel gelacht. Ist auf jeden Fall eine Erfahrung fürs Leben. Leute, es waren nur 3 Tage. Aber ja, es ist total verwunderlich, dass Frank so viele Kilo in der Zeit abgenommen hat. Das lag wahrscheinlich an seinen Popeln. 2 kommen ins Halbfinale und einer muss direkt gehen und hat gar keine Chance mehr auf das goldene Ticket. Zoe, wir fangen mal an, hä? Und zwar mit dir. Du bist vielleicht raus. Zoe hat doch hier überhaupt nichts ausgeschieden bis hier in den vergangenen 3 Tagen. Ich trinke maximal einen Becher am Tag, damit ich nicht auf Toilette muss. Warum sollte sie jetzt damit anfangen? Mike ist im Halbfinale. Danke, 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 danke. Ebenfalls weiter. Zoe! Ach, ja. Franks Blick sagt nur eines. Ich hab da so ein Ei reingelegt, Alter. Boah, stinkt das hier, ey. Er kann kacken, aber offensichtlich noch besser verkacken. Frank wird dann natürlich direkt zu Promi Big Brother weitergeleitet. Was sagt ihr? Es ist eine gute Wahl, oder? Ich freue mich auf eure Kommentare. Mein Highlight gestern,
Desiree Nick ist zurück und sie fackelt natürlich hier alles ab. Und mein anderes Highlight ist natürlich, wie RTL den Dieter Bohlen bei DSDS geblurrt hat. Schaut mal rein. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo mit Glocke da und gebt mir einen Daumen nach oben. Die ganze Folge Dschungelcamp verlinke ich euch wie immer in der Beschreibung. Viel Spaß mit allem und bis ganz bald. Ciao.